Also das ist diese Forschung ist Teil einer operationellen Gruppe, EPAGRI, operationelle Gruppen, wo Landwirte Fragestellungen aufwerfen und die dann gemeinsam mit Wissenschaftlern und Beratung geklärt werden. In dem Fall gibt es 6 Bauern, glaube ich, die gemeinsam hier die gleichen Versuchsanstellungen machen oder ähnliche Versuchsanstellungen machen. Wir hatten einerseits Sojaversuche und andererseits Maisversuche. Das Thema ist Bodenbearbeitung, ja oder nein, das heißt konventionelle Bearbeitung mit mechanischer Unkrautbekämpfung bei Mais oder eine Roller-Crimper-Variante, wo die Zwischenfrucht nicht umgebrochen wird im Frühjahr, sondern aufgewachsen lassen wird, bis sie blüht, dann mit einer Roller-Crimper-Walze umgewalzt wird, die steht an der Fronthydraulik und im Hintergrund, also auf der Heckhydraulik, hängt dann schon die Sämaschine, das heißt ohne Bodenbearbeitung direkt in die Mulchschicht, in die entstehende Mulchschicht hineingesät. Das ist diese Variante, wo wir sehr spät erst reingekommen sind und ich eigentlich überrascht bin, wie gut sie sich mittlerweile entwickelt hat. Trotzdem natürlich viel geringer in der Entwicklung als die Variante auf der anderen Seite. Da handelt es sich um eine Cut-and-Carry-Variante. Das heißt, hier wurde Luzerne wurde konventionell bearbeitet, in Bioqualität, aber konventionelle Bodenbearbeitung gemacht, wurde gehackt und nach der mechanischen Unkrautbekämpfung im letzten Durchgang wurde hier Luzerne, Mulch von den eigenen Flächen abgefahren und hier als Mulchschicht dann deckend aufgebracht. Einerseits Düngung, aber auch Bodenschutz, Bodenbedeckung, Erosionsschutz und Unkrautunterdrückung. Heißt aber auch, dass da deutlich mehr Nährstoffe hingekommen sind, plus der Mineralisierung durch die Bodenarbeit. Durch die Bodenarbeit, genau. Ja. Aber natürlich auch deutlich mehr Aufwand, weil die Luzerne-Biomasse muss natürlich geerntet werden, abgefahren werden und hier dann auch wieder verteilt werden. Ja. Aber pflanzenbaulich natürlich ein spannendes Thema. Von den Kosten her muss man sich natürlich anschauen, wie weit es Sinn macht. Aber durchaus auch um die Luzerne in der Fruchtfolge zu halten, als Düngerproduzent eigentlich, als Mulchproduzent für den eigenen Betrieb. Und ihr habt auch eine Nullparzelle, wo gleiche Bearbeitung mit und ohne Cut and Carry? Ja, wir haben auch eine normale Bearbeitung ohne Cut and Carry, die aber hinter der Seite liegt. Okay. Weißt du, wie der Unterschied ist jetzt ohne Cut and Carry? Wir haben, also vor 2 Wochen war ich noch beeindruckt, weil die Cut-and-Carry-Variante viel dunkler war von der Blattfärbung, also ein Zeichen, dass mehr Stickstoff vorhanden ist. Und auch die Höhe, habe ich mir eingebildet, war um 10, 20 cm höher. Jetzt bin ich gerade reingegangen, habe jetzt so ad hoc keinen großen Unterschied mehr erkennen können. Und man kann natürlich auch hier reinschauen, ein paar Schritte und sich anschauen, was ohne Unkrautbekämpfung passiert. Durchaus auch nicht uninteressant, nämlich dahingehend, dass wir wissen, dass heuer Frühjahrstrockenheit war, das heißt die Biomasse aus der Winterbegrünung bei Weitem nicht ausgereicht hat, um den Boden wirklich zu bedecken. Und trotzdem ist eigentlich dafür, dass hier gar keine Unkrautbekämpfung gemacht wurde, tolerierbar, sage ich jetzt einmal. Ja. Und bietet die Roller-Crimper-Variante, wir machen das jetzt bereits seit 2015, wo wir die ersten Versuche gemacht haben, gemeinsam mit dem Rodel-Institut, die das für in der Biolandwirtschaft ja entwickelt haben, aus Pennsylvania, USA, und Jeff Moyer, der fast jedes Jahr auch nach Österreich kommt zu unserer Konferenz, uns gezeigt hat, uns erklärt hat, wie das umgesetzt werden kann. Bisher eher mit Soja. Heuer war Soja. Sojaversuche mussten wir leider umbrechen, weil zu wenig Roggenbiomasse da war, um die Soja-Unkraut reinzuhalten. Beim Mais hat es heuer relativ gut funktioniert. Ja. Und wir sehen auch, wenn man jetzt hinten reinschaut, die Randreihe ist ein bisschen niedriger, aber dann wird es durchaus ein bisschen dichter. Ja. Allerdings kein Vergleich zu der
Wenn wir jetzt mal rüber schauen. Das kommt leider wegen Licht jetzt nicht so, aber der sattgrünen, viel dichteren, deutlich mehr Kolbenansatz hat ja, Carry. Ja. Hier wurde auch durchaus eine relativ große Menge an Luzerne aufgebracht. Und spannend hier, vielleicht kann man das sehen, wenn man sich ansieht, wie hier die Regenwurmlöcher, ja, also was hier passiert. Mhm. Ja, wie gar der Boden hier ist, ja. ist natürlich schon Wahnsinn. Und das, ja, die Mulchschicht, also man sieht da gar nicht, wo der Boden aufhört und wo die Mulchschicht beginnt. So greift es, zahnt es mittlerweile ineinander. Ja. Du hast gemeint, einmal gehackt und dann ausgetracht? Ja. Was ist der Hintergrund, dass es einmal gehackt wird und nicht früher schon? Weil man natürlich einerseits auch warten muss, bis die Biomasse von der Luzerne vorhanden ist. Mhm. Das geht sich zeitlich sonst schwierig aus. Und ohne Unkrautbekämpfung wäre es dann schwierig, ab einem gewissen Stadium, dass man das Unkraut dann so abdeckt, dass es auch abstirbt. Okay. Mhm. Also deswegen eben einmal. Und was kommt danach? Weiß ich nicht, habe ich mir noch nicht überlegt. Ja. Weil ich meine, es wird ja wirklich spannend, wenn du nächstes Jahr hier das Gleiche anbaust und dann mal die Nachfruchtwirkung von dem Carry. Also kenne ich zumindest als Mulchkartoffelanbau, wo man ja mit ähnlichen Matten arbeitet. Da kommt viel auch erst im zweiten Jahr. Klar, da geht dann schon nochmal die Post ab. Ja. Ja. Ja, die Stickstofffrachten sind durchaus imposant, die hier auch aufgebracht werden. Das ist wieder eine Roller-Crimper-Variante, die gewalzt wurde und da müsste. Das heißt, die macht schon in mehrfacher Wiederholung. Ja. Okay. Wenn man rüber schaut, umdreht, ja, es funktioniert auch nicht alles, was wir machen, im Gegenteil. Das sind niedergehäckselte Sojaversuche, die wir im gleichen Projekt gemacht hätten. Und die mussten wir dann leider umbrechen. So wie andere Kollegen auch aus dem gleichen Projekt auch passiert ist. Ja, hier sehr spannend. Erzähl uns doch mal, was ist das hier? Genau, also das war die Roller-Crimper-Variante. Man sieht hier auch noch sehr schön das Stroh, ja, das hier niedergewalzt wurde, wo die Soja angebaut wurde. Das heißt, hier ist keine Bodenbearbeitung passiert seit dem Herbst. Und man sieht hier auch von der Beikrautflora, die ist komplett unterschiedlich. Zum Beispiel zu dieser Variante, die gehackt wurde. Hier typische Hackkultur, Unkräuter und hier eben ein bisschen Ausfall aus dem Rocken und ansonsten durch die fehlende Mineralisierung eher nur mehr die Kamille, die bereits im Herbst gekeimt hat und hier typische Hackgut-Unkrautflora. Ja, Wahnsinn, ne? Und zwar auf die Kante. Ja, also da sieht man ganz deutlich auch, wie man auch Beikräuter lenken kann. Ja? Ja. Bodenbearbeitung löst immer auch ein Keimreiz für bestimmte Beikräuter aus. Und damit entscheidet sich natürlich auch, welche Beikräuter dann kommen. Aber weiß man ja in der Biolandwirtschaft vor allem, also Winterkultur, Sommerkultur. Und da war Wickrocken, weil der Mais schon auch ein bisschen, also auch Stickstoff braucht. Und Jeff Moyer zum Beispiel empfiehlt hier Zottelwicke in Reinkultur. Zottelwicke hat man in Europa ein bisschen Angst dann in den Nachfolgekulturen, dass das dann als Unkraut zum Beispiel aus dem Weizen nicht mehr rausputzbar ist. Und deswegen wird das nicht so gern gesehen. Aber die verwenden hauptsächlich Zottelwicke, haben eigene Sorten mittlerweile, die noch einmal früher blühen. Das heißt, damit kann ich mit dem Mais früher rein. Hintergrund ist der, die Zottelwicke produziert Stickstoff. Oder sammelt Stickstoff gemeinsam mit den Knöllchenbakterien. Das wird in der Biomasse gespeichert. Ich rolle sie nieder, töte sie damit ab, baue meinen Mais hinein. Diese Mulchschicht
genügt, um den Mais bis zum Sechsblattstadium unkrautfrei zu halten. Ab dem Sechsblattstadium schießt der Mais sowieso in die Höhe, dann macht er seine Unkrautunterdrückung selber. Das Leguminosenstroh von der Wicke verrottet und liefert Nährstoffe nach zum Mais. Das heißt, der Mais ist eigentlich im Herbst, siehst du von dem Stroh nichts mehr. Macht aber nichts, weil der Mais dann die Unkrautunterdrückung sowieso schon selber macht. Also die riesen Biomasse braucht es gar nicht an der Mais. Ja, genau. Also das ist wirklich nur am Anfang in der Jugendentwicklung, dass der Mais da Unterstützung braucht. Und später wird das die verrottende Leguminosenstroh sorgt für den Nährstoffzuwachs. Bei der Soja ist es wieder anders. Da beginnt man mit Winterrocken als Begrünungskultur, weil ich ja keinen zusätzlichen Stickstoff brauche. Sondern die Soja soll sich ihren Stickstoff selber holen und braucht aber die Unkrautunterdrückung bis zum Schluss. Und die habe ich eben durch das Rockenstroh, das sehr stabil im Boden auch im Herbst noch sichtbar ist. Hat sich übrigens dann auch beim Drusch nicht als schwieriger erwiesen, weil bei der Soja ist ja das Thema oft, dass man dann mit dem Tisch ganz runter muss, damit man die letzten Hülsen, die bodennah sind, auch noch erwischt. Und da war die Angst, dass hier das Rockenstroh sich dann aufschiebt und das dann sich schoppt, war kein Thema in den letzten Jahren. Hast du es noch generell in deiner normalen Fruchtfolge, dass du es so machst, oder sind es jetzt nur die Versuche? Im Augenblick sind es nur die Versuche. Wir sind ein bisschen im Zweifel, ob es bei uns im Trockengebiet jedes Jahr funktioniert. Also in feuchten Jahren super, in eher trockenen Jahren, schwierigeren Jahren mit Frühjahrstrockenheit und so haben wir auch unsere Herausforderungen mit der Rollerkrimper-Variante. Einfach weil zu wenig Biomasse da ist. Zu wenig Biomasse da ist und wenn dann im Mai nicht mehr regnet, dann liegt die Soja im Trockenen und der Rocken zieht natürlich sehr viel Wasser bis auf einen Meter Tiefe. Und wenn dann im späten Frühjahr nichts mehr nachkommt, hast du verloren. Der Rocken wird dann also gerade nach der Blüte gewalzt oder wie ist das? Genau, während der Blüte eigentlich gewalzt. Genau, ja, wenn er zu früh gewalzt wird, steht er wieder auf. Deswegen ist da warten, ein paar Tage zuwarten, sehr, sehr wichtig. Ja. Und da muss man natürlich dann auch schauen, dass man Rockensorten hat, die möglichst früh blühen, damit man diesen Nachteil, den man hat, dass man relativ spät reinkommt, möglichst kompensieren kann. Da hatten wir eben auch den Versuch hier, dass wir schon die Soja anbauen, bevor der Rocken blüht. Und dann, wenn der Rocken blüht, die Soja schon so eine Größe hat, und dann über die Soja drüber walzt. Und das hält die Soja aus. Das kann die Soja gut tolerieren und kommt dann durch. Also da versucht man schon, diese Nachteile des Verfahrens ein bisschen wieder zu korrigieren und zu adaptieren. Das Verfahren zu adaptieren und ja, gibt es immer eine Weiterentwicklung. Ja, da wäre jetzt, fände ich jetzt noch eine spannende Variante. Mit einer Tiefenblattdüngung. Neben der Maisrille. Ja. Um zu gucken, ob es das ist, dass er einfach nicht so schnell gut runterkommt. Und deshalb in der Jugendentwicklung langsamer ist. Mein bei Cut and Carry ist natürlich unfair. Man müsste mal da die gleiche Menge Nährstoffe mit einer Unterfußdüngung hinbringen. Mhm. Im Rollercrimper-Verfahren, um mal einen fairen Vergleich zu haben. Mhm. Und dann gucken, ob es an den Strukturen. Und du meinst Untergrundlockerung im Herbst vorher mit GPS oder während dem Anbau? Das wäre natürlich noch geiler im Vorjahr, dass die Zwischenfrucht das stabilisiert, ja. Mit GPS und dann das Mais oben drauf legen. 5 cm daneben. Oder direkt daneben, ja. Genau. Oder halt beim Legen direkt daneben. Ja, beim Legen stelle ich mir schwierig vor, weil dann doch das Stroh. Die Strohbiomasse müsste ein Scheibensech vorlaufen lassen. Also Scheibensech unwahrscheinlich, eine Walze, die alles wieder ebnet, dass das wieder geschlossen ist. Das Problem ist, es muss wirklich geschlossen sein nachher, weil sobald die Erde durchsehe, habe ich wieder die Hackunkräuter. Nee, aber deshalb eben GPS, also in der Zwischenfrucht, das wäre das kann man vorstellen. Also wäre spannend.